Ist es wirklich so schwer, die Dinger stabil hinzubekommen? Nur mal zur Info. Diesmal breche ich sie absichtlich ab. Also, ich meine natürlich, ich richte sie neu aus. Ein kleines Stück noch. Upsi. Das ist die obere Aufstiegsstation. Irgendwo da oben wartet das letzte Hochboot nach Elysium. Irgendwas bewegt sich da hinten. Für normale Augen schwer zu erkennen. Es ist ein verschwommener Fleck, ohne Zweifel. Moment mal, diese Obdachlosen kenne ich doch. Bambina? Lotti? Was macht ihr denn hier? Und warum habt ihr euch als Männer verkleidet? Erstens sind das unsere Uniformen. Wir sind jetzt auf ihr... Offiziere des Widerstands! Offiziere? Köstlich. Und zweitens heißt das jetzt Private Lotti und Sergeant Bambi. Sergeant Bambi? Hörst du das, Lotti? Ich glaube, Rufus macht sich über uns lustig, Sergeant! Offensichtlich ist er auf der Suche nach einem Satz neuer Zähne. Ladies, immer mit der Ruhe. Wir wollen uns doch nicht aufregen. Das gibt Fältchen. Wo sind die echten Rebellen? Wie meinst du das, die echten? Denkst du, das hier ist nur ein Traum oder was? Wenn ich dich pieksen soll, ich hab hier eine Nadel. Mit der komme ich im Zweifelsfall bis auf die Knochen. Nein, ich meine doch die echten Rebellen. Janosch, Garlef, Liebold, die alte Truppe eben. Ach so. Die. Janosch ist, soweit ich weiß, auf einer Mission. Garlef und Liebold sind im Lager. Gleich hinter dem Tor dort. Da müssen die wohl erstmal reichen. Ihr seid jetzt also auch beim Widerstand. Was dagegen? Aber nicht doch, Sergeant Bambi. Was ist daran so lustig? Naja, es ist lustig, weil ihr Frauen seid. Verstehst du? Ach, herrje. Ich wusste ja, dass du ein Idiot bist. Aber ein sexistischer Idiot? Was? Nein. Das hat doch nichts mit Sexismus zu tun. Manche Dinge passen einfach nicht. Frauen beim Widerstand. Das ist so, als würde man einem Wombat einen Sombrero aufsetzen. Hoho, Sombrero! Siehst du? Da muss selbst Lotti schmunzeln. Und das liegt ja nicht daran, dass sie Vorurteile gegen Drexikaner hat, oder? Niemals! Oder gegen Wombats. Oh, ich liebe Wombats, die sind... das sind nützliche Tiere. Exakt, wie Frauen. Achtung! Leitender Offizier anwesend. Aha, und wo? Hinter dir? Haha, ich meinte natürlich mich. Du pflanzlicher Kanonenfutterzusatz. Das wüsste ich aber. Wir nehmen unsere Befehle nur von unserer Squad-Leaderin entgegen. Egal, wer das schon wieder ist. Sie untersteht ebenfalls meinem Kommando. Ich bin nämlich der Anführer. Netter Versuch, Rufus. Aber wir kennen den General und du bist es nicht. Den was? Den General? Squad-Leaderinnen, Generäle? War ich denn wirklich so lange weg? Dann will ich mal nicht länger stören. Tu nicht so. Na gut, ich habe nicht genug Zeit, euch länger zu stören. Besser. Huhu, aufmachen! Ja? Liebold, so ein Glück. Ja, nun lass mich rein. Kennen wir uns? Bitte was? Ich bin's, Rufus. Du wirst doch wohl deinen Anführer erkennen. Du siehst aus wie Rufus, aber du kannst es nicht sein. Rufus ist mit Janosch zur oberen Aufstiegsstation vorgestoßen. Aber ich bin doch hier. Das ist deine Meinung. Ich habe jetzt keine Zeit für diese Spitzfindigkeiten. Wer hat hier die Verantwortung? Wir haben jetzt einen neuen Anführer. Gut, dann lass mich rein. Ich will mit ihm sprechen. Das geht nicht. Wer garantiert mir, dass du kein Spion des Organon bist? Das ist doch die Höhe. Ich habe diese Rebellion immerhin gestartet. Gibt es irgendwen, der das bezeugen kann? Du meinst außer dir? Genau. Irgendwer muss für dich bürgen. Das ist zwar Beamtenwillkür in ihrer schärfsten Form, aber kein Problem. Ich bin gleich zurück. Und du kannst dich schon mal auf ein paar Liegestütze vorbereiten.
Hallo, ihr zwei Grazien. Du schon wieder? Was willst du? Ich brauche jemanden, der mich identifizieren kann. Du bist Rufus. Das weiß ich. Aber Liebold hat es offenbar vergessen. Also, kommt ihr mit zum Tor, damit er mich endlich ins Lager lässt? Später vielleicht. Wir haben gerade eine wichtige Mission zu erfüllen. Ihr lackiert euch gegenseitig die Fingernägel. Wir tätowieren uns das Squad-Emblem. Leider fehlt uns noch das passende Motiv. Wie wär's mit einem kleinen Pony? Oder niedliche, weiche Katzentapsen? Willst du damit sagen, dass wir nicht hart genug sind? Genau. Ich habe das vorgeschlagen, weil ich ein männlicher Macho bin. Und nicht, weil ich weiche Katzentapsen mögen würde. Wenn du die Härte meiner Faust testen willst, sag einfach Bescheid. Könnt ihr nicht mal kurz Pause machen, um mich am Tor zu identifizieren? Erst wenn wir ein passendes Motiv für unser Squad-Emblem gefunden haben. Unsere Squad-Leaderin sagt, das ist wichtig für den Teamgeist. Schon wieder Geistergeschichten, och nö. Teamgeist, Rufus. Weißt du etwa nicht was? Ach, vergiss es einfach. Ich habe eine Idee für euer Squad-Emblem. Na, dann lass mal hören. Wie wär's mit einem hübschen Blümchen? Blümchen? Was denn? Frauen mögen Blumen. Du findest das witzig, oder? Mal gucken, ob du immer noch lachst, wenn ich dir dein Nasenbein in die Ohren stopfe. Man kann es euch Frauen einfach nicht recht machen. Wie wär's mit einem Einhorn? Ja! Private! Sagte ich ja? Ich meinte natürlich nein! Du hast es gehört. Aber wenn du kurz wartest, bis ich die Brechstange finde, verpasse ich dir gerne ein Horn. Wie wär's mit einem Prinzessinnenkrönchen? Oh, das ist ja sowas von... Beleidigend, genau. Beleidigend. Und wie? Er wird bluten für diesen Affront. Wie wär's mit einem Wischmopp? Weil wir damit das Blut und die Eingeweide unserer Feinde aufwischen, nicht wahr? Nicht doch, Private. Er will uns nur beleidigen. Aber wenn er so weitermacht, wird er sich noch wünschen, einen Wischmopp dabei zu haben. Wie wär's mit einem Haifisch? Die Idee finde ich nicht schlecht. Meinst du nicht, dass ich mit einem Haifisch zu Deck aussehen könnte? Das käme auf die Farbe an. Wie wär's mit Altrosa? Aber dann passt er nicht mehr zu den Schuhen. Ihr findet schon was Passendes. Wenn dir noch etwas einfällt, behalte es für dich. Es sei denn, es ist wirklich gut. Oh, so geht es nicht gut. Doch nicht schon wieder seine Milchallergie. Richte ihm aus, dass ich diesmal nicht die Haare halten werde. Ja, das macht echt keinen Spaß. Aber darum geht's auch gar nicht. Ich glaube, er ist deprimiert. Wegen der Planetensprengung? Keine Ahnung. Er murmelt nur noch so stumpf vor sich hin. Er braucht sich keine Sorgen zu machen. Der neue General hat einen Plan. Ich habe auch einen Plan. Nun, dann nehme ich alles zurück. Er muss sich doch Sorgen machen. Dann will ich mal nicht länger stören. Tu nicht so. Na gut, ich habe nicht genug Zeit, euch länger zu stören. Besser. Der Empfang ist okay. Aber mit hoher Sicherheit erwische ich über diese Frequenz nur idiotische Warmblutfunker. Hier spricht die Hochsicherheitsfrequenz der virologischen Gefahren, gut Bunker. Was kann ich für Sie tun? Sorry, ich habe mich verwählt. Ich wollte Sie gar nicht kontaktieren und ich werde Sie nun weiterschuften lassen. Bitte was? Wir sollen alle Behälter öffnen und die Zombie-Viren in die Luft entlassen? Was? Nein! Over! Abbruch! Abbruch! Passwort verifiziert. Virenbehälter geöffnet. Ich hoffe, Sie wissen, was Sie... Ja, Ihnen auch einen schönen Tag. Hey, da bewegt sich doch was. Ist das nicht... Na klar, das ist doch Baby Bozo in höchster Gefahr. Ich muss Barry davon erzählen. Gute Neuigkeiten! Ich habe ein Motiv. Echt jetzt? Was ist es? Komm mit, ich zeig's dir. Oh je, das ist aber hoch. Heul nicht rum und halt den Fotoapparat bereit, weil ich das, was ich jetzt tue, nur einmal tun werde. Es sei denn, das Foto wird nicht gut. Na, dann machen wir's nochmal. Hier hängen die Bauarbeiter wahrscheinlich ihre Hüte auf. Das
wird einfach. Kinder lieben mich. Ich habe nur diese eine Chance, Baby Bozo zu retten. Ich hoffe, er vermasselt es nicht. Pass ja gut auf! Ich gebe mir Mühe. Wenn ich doch nur schwindelfrei wäre. Oh Mann, Barry, du bist echt so eine Nulpe. Hey, hey, hey! Irgendwie war das noch nicht so heldenhaft. What's up? Ich wollte erst mal die Lage checken.